Märchenfest. Tatsächlich gibt es einmal im Jahr im Torf- und Siedlungsmuseum ein Märchenfest. Das Torf- und Siedlungsmuseum befindet sich im ostfriesischen Wiesmoor und ist wie ein Dorf aufgebaut. Natürlich konnte ich nicht widerstehen und habe einen wunderbaren Tag in diesem Dorf erlebt. Viele Schaubuden waren aufgestellt. Diese Eindrücke und natürlich auch die vorgetragenen Märchen von verschiedenen Märchenerzählern möchte ich euch gerne vorstellen. Ich konnte an diesem Tag viele Eindrücke aus dem früheren Leben sammeln. Hier seht ihr die Dorfschule. Eine Schule mit Plumpsklo, wo der Donnerbalken grüßt. Am 1.11.1913 wurde diese Schule eröffnet und kostete damals 23.000 Reichsmark. Seht euch hier mal die hübschen Holzschuhe an, die vor dem Betreten des Klassenzimmers in die Regale gestellt wurden, damit der Klassenraum sauber bleibt. Hier der klassische Klassenraum, mit dem für kleine Menschen, also für mich, sehr bequemen Sitzbänken. Mit wie viel Liebe diese alten Gegenstände doch gepflegt worden sind. Die ausgestopften Tiere dienten als Veranschaulichung der Tier- und Naturwelt der Region. Der große Rechenschieber imponierte mir sehr. Geheizt wurde in dem Klassenzimmer mit diesem schönen Ofen. Wer wohl Ofendienst hatte? Wie lebendig der Unterricht wohl gestaltet worden sein mag, kann ich nur erahnen. Ich stelle es mir so vor, wie die Geschichtenerzählerin Lore Giesen-Wieche uns das Märchen von Kimbaki aus Afrika vorträgt. Viel Spaß beim Ansehen wünscht dir deine Ani. Alter. 6 an der Zahl. Jede hatte 6. Aber die Kinder von Frau Schildkröte waren viel gesünder und kräftiger als die von Frau Hund. Frau Schildkröte kannte nämlich einen geheimen Ort im Wald, wo sie nahrhafte Früchte sammeln konnte. Die Kinder von Frau Hund hatten nie genug zu essen. Eines Tages aber überraschte so ein hungriges Hundekind
ein Schildkrötenmädchen bei der Mahlzeit. Dem Hundekind und gab ihm sogar eine ganze Frucht. Das Hundekind aß nur wenig davon und lief mit dem Rest nach Hause zu seiner Mutter. Auch Frau Hund versuchte von der Frucht und war begeistert. Und dann lief sie sofort zum Schildkrötenhaus. Guten Tag, Frau Schildkröte. Guten Tag, Frau Hund. Was gibt's denn? Guten Tag, Frau Hund. Was gibt's? Frau Schildkröte, diese Früchte, diese wunderbaren Früchte, wo habt ihr die her? Ach, die Früchte, ja, die Früchte, sagte Frau Schildkröte. Ach, die wachsen weit von hier. Ach, Frau Schildkröte, ihr wisst doch, wie... Ihr wisst doch, wie dünn und schwach meine Kleinen sind. Durch 7 Wälder wollte ich laufen, um so etwas Gutes für sie zu bekommen. Ich bitte euch, sagt mir doch Bescheid, wenn ihr wieder nach Früchten geht. Na, dachte die Schildkröte dann, und wenn sie dann nicht mehr für meine eigenen Kinder reichen? Aber sie tat ganz freundlich und sagte, also gut, morgen früh in der Dämmerung. Oh gut, Frau Hund freute sich schon auf die schönen Früchte, ging nach Hause. Aber vor lauter Aufregung konnte sie gar nicht schlafen. Und so stand sie schon um Mitternacht wieder bei Frau Hund vor der Tür und klopfte. Bei Frau Schildkröte. Ach, Frau Hund, was willst du denn jetzt schon? Es ist ja noch dunkel, lass mich schlafen. Oh, Entschuldigung, sagte Frau Hund und ging wieder nach Hause und wartete. Aber Frau Schildkröte wartete nicht. Die stand eine Stunde eher auf und ging heimlich in den Wald und holte die Früchte. Und dann ging sie nach Hause und legte sich wieder ins Bett. Und als Frau Hund dann in der Dämmerung kam und sie wecken wollte, sagte sie, ach meine Liebe, ich bin heute krank, ich kann heute gar nicht aufstehen, ein andermal vielleicht. Ja, so trieb sie es 2-3 Mal mit Frau Hund, bis diese aber forderte, du hast es mir versprochen. Du musst mich jetzt in den Wald zu den Früchten führen. Und da musste Frau Schildkröte das natürlich endlich tun. Und sie nahm sie mit in den Wald, wo die Früchte wuchsen. Und dann sagte sie, Frau Hund, dass du aber ja nicht bellst im Wald, wenn da etwas rumst. Denn dann fängt uns der Leopard, der im Früchtehain herrscht. Ach, wo denkst du hin, sagte Frau Hund, Mucksmäuschen, still werde ich sein. Sie gingen hin und sammelten die Früchte auf und zunächst ging auch alles gut. Ab und zu fiel auch mal eine Frucht vom Baum, vorher hatten sie nur auf dem Boden gesammelt. Die Frucht fiel aber bei Frau Schildkröte auf den Panzer und es machte leise Temm, sonst nichts. Ja, nun wollte es aber der Zufall, dass eine große Frucht vom Baum fiel und die fiel der Frau Hund auf den Kopf. Die erschrak sich und bellte. Au, au! Wer klaut hier meine Früchte? Schrie der Leopard, kam angelaufen. Und Frau Hund lief schnell fort. Aber Frau Schildkröte war ja nicht so schnell. Die versteckte sich in einem Laubhaufen. Und da fand sie der Leopard nicht. Bis so ein vorwitziger Vogelknirps oben im Baum sang. Du findest sie nie, hi, hi, sie steckt im Laub, hi, hi. Ja, da steckte der Leopard seine Pranke in den Laubhaufen, packte Frau Schildkröte und steckte sie in einen Sack. Und dann wollte er mit ihr nach Hause laufen. Oh je. Nun war aber diese Frau Schildkröte eine ganz kluge, die war nicht auf den Mund gefallen, die gab nicht so schnell auf. Sie fing an, den Leoparden zu beschwatzen. Sag ich, wenn ich so ein vornehmer, mächtiger und schöner Leopard wäre wie du, da würde ich doch nicht meinen schönen neuen Sack von einer Schildkröte beschmutzen lassen. Ach, du hast recht, sagte der Leopard, der ist viel zu schade für dich. Und dann steckte er die Schildkröte in einen alten, löchrigen Sack. Ja, so hatte sie sich das ja vorgestellt.
Und während der Leopard sie nun auf dem Rücken trug mit dem Löffel im Sack, da fand sie doch tatsächlich ein Loch, das sie ein bisschen größer machen konnte. Sie ließ sich ins Gras plumpsen und wanderte dann gemächlich nach Hause. Der Leopard kam in sein Dorf zurück und sagte, oh, schaut mal, wen ich gefangen habe, heute gibt's Schildkrötensuppe. Aber als er den Sack aufmachte, war er leer. Zornig ging er zurück in den Früchtehain, um Frau Schildkröte aufzulauern. Naja, und bei den hungrigen Kindern dauerte es natürlich nicht lange, da erschien sie wieder mit Frau Hund. Und diesmal packte er sie und ließ sich nicht wieder überlisten, sondern steckte sie gleich in einen festen neuen Sack und trug sie in sein Dorf. Ach, jetzt habe ich sie aber gefangen, jetzt gibt es Schildkrötensuppe. Lauft alle zur Quelle Kiambaki und schöpft Wasser. Heizt einen großen Kessel an. Ihr macht Feuer, ihr bringt den Kessel, ihr lauft alle zur Quelle Kiambaki. Nehmt alle eure Kalebassen mit und macht sie voll und kommt wieder und schüttet das in den Kessel. Und dann heizen wir ihn an und dann kommt da eine Schildkröte rein, wir kriegen eine tolle Schildkrötensuppe. Oh je, Frau Hund überlegte, wie sie Frau Schildkröte helfen könnte. Wie könnte sie ihr nur helfen? Sie war doch da im Dorf eingesperrt, im Sack und all die Tiere und der Leopard. Wie könnte sie ihr nur helfen? Habt ihr eine Idee? Frau Hund hatte eine Idee. Sie dachte daran, ihre Kinder hatten doch zu Hause jede Menge Spielzeug, das Lärm machen kann. Dann schickte sie alle ihre Kinder nach Hause. Sie sollten ihr Spielzeug holen. Alles holen, was Lärm machen kann. Raffeln, Glocken und was sie sonst noch finden konnten. Das taten die Hundekinder, kamen zurück und dann versteckten sie sich alle in der Nähe der Quelle Kiambaki. Dort mussten ja all die anderen Tiere hinkommen, um Wasser zu schöpfen. Und die Tiere kamen und die kleinen Hunde waren da alle versteckt an der Quelle. Und als die Tiere kamen, da fingen die kleinen Hunde an, ordentlich Krach zu machen. Ja, und die Tiere erschreckten sich so, dass sie ihre Kalebassen fallen ließen und ohne Wasser zurück ins Dorf rannten. Und sie schrien, Kiambaki ist verzaubert, das Wasser ist verzaubert. Oh, und sie rannten und rannten und all die Hunde hinter ihnen her in einer wilden Meute. Sie jagten die Tiere nicht nur durch ihr Dorf, sondern über das Dorf hinaus. Nur Frau Hund, die blieb dann im Dorf zurück und suchte, wo die Schildkröte war. Sie fand den Sack auch, befreite sie aus dem Sack und führte sie nach Hause. Und was soll ich euch sagen? Sie kochte ihr erstmal eine wunderbare, gute Gemüsesuppe, damit Frau Schildkröte sich erholen konnte. Und von nun an waren Frau Schildkröte und Frau Hund die besten Freundinnen und teilten alles, was sie besaßen.